liebe Leute, und schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Video von mir, Just Becky. Heute mache ich etwas ganz Verrücktes, was ich noch nie so gemacht habe, glaube ich. Habe ich so schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Und zwar werde ich japanische Süßigkeiten testen. Ah! Warum ich das mache? Naja, ich habe eine Kiste zugeschickt bekommen von Sushi Candy, The Sweet Taste of Japan. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit, wenn ich mich da durch dieses kulinarische, ja, Meisterwerk, was sich hier drinnen verbirgt, knabbere. Das Coole ist, es kam auch so eine Liste mit, die sagt, was wo irgendwie drinnen ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, das Zeug zu essen und gucken, was da schmeckt oder auch nicht schmeckt. Und ich sage nur so viel, ich habe schon gesehen, es gibt hier etwas wie sauren Tintenfisch. Also ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir verlieren am besten keine Zeit und beginnen einfach mal. Ich dachte mir, ich greife einfach in diese Kiste rein, hol was raus und dann gucke ich nach, was es ist. Ja? Also fangen wir gleich mal vielleicht mit was Leckerem an. Mhm. Maito Fishi. Fishi, Fishi, Fishi. Kamera, machst du Fokus, Fokus, Fokus? Oh yeah. Und da sagt mir das Ganze, es ist... oh, warte mal, ich muss auf der Verpackung. Das ist sehr schwer, weil es ist alles nur schwarz-weiß. Und da muss man erstmal finden... Fish-shaped airy chocolate with waffle cake shell. Ich glaube, es sollte water cake... Waffle cake shell. Gucken wir einfach mal, ich pack's mal aus. Okay. Ja, es hat schon die Konsistenz von so einer Waffel, die einfach mit so Schokolade voll ist. Ja, genau das ist es. Kosten wir mal, ich beiß mal ab. Mmh. Mmh. Wie eine Waffel mit Schokomousse drin. Ist lecker. Auf jeden Fall lecker. So halbwegs irgendwie. Mmh. 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 Lecker. Gehen wir mit etwas Salzigerem. Was haben wir denn hier drin? Hier ist so ein kleiner Fußballer, der sagt, ich bin Tsubasa von den Kickers und ihr werdet alle verkrümelt werden. Bon! Da steht nicht mal Bonsai oder sowas, sondern einfach nur Bon. Ich krieg's nicht auf. Wartet. Jetzt aber. So. Ah ja, wir sollten vielleicht doch mal gucken, was da drin ist. Und zwar ist da drinnen Crunchy Rusk Sugar Butter Flavor. Okay, ich dachte eigentlich, dass das hier. Es sah mir so aus, finde ich, wie so, als wäre das was Salziges, aber. Boah. Boah. Das schmeckt wie frittierte Butter mit Salz und Zucker. Ganz komisch. Was erwartet uns als nächstes in dieser Kiste? Oh, das schaut jetzt zumindest ein bisschen salziger aus. Und zwar ist das, ich sage es euch, es ist Corn Snack mit Barbecue Flavor. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Barbecue Flavor. Ich würde niemals irgendwas mit Barbecue Soße essen, weil ich das auf den Tod nicht ausstehen kann. Barbecue, das ist überhaupt nicht meins. Aber gut, für euch koste ich das. Das ist ausgesprochen lecker. Ich würde niemals irgendwas mit Barbecue-Soße essen, weil ich das auf den Tod nicht ausstehen kann. 12 Sekunden später. Becky, die sagte, sie würde niemals Barbecue essen, aber das ist richtig, richtig lecker. Ja, ja. Ich glaube, die esse ich gleich jetzt auf. Cut. Ja, yeah. Gucken wir mal weiter, was es hier so gibt. Ich habe mir ein bisschen jetzt durch die Liste geguckt und habe gesehen, es gibt Healthy Sour Squid. Ja? Also ein Tintenfisch, der sauer süß ist. Ich weiß es nicht. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das esse, bleibt auf jeden Fall dran. Der kommt noch. Das ist so ein bisschen ein Highlight, glaube ich. Das sieht noch etwas aus, das würde man kennen. Das schaut aus wie diese Dinger, die man auch für Kinder Schokolade bekommt. Also für Kinder. Das ist so gefüllt mit Schokolade, glaube ich. So Biskuitteig, irgendwie so in diese Richtung. Nicht Biskuit, sondern einfach so... Was ist das? Sag es mir. Animal-shaped salt biscuits. Oh, das ist sogar Salz. Ich dachte eher, es ist mit Schokolade und es ist süß. Aber gut, probieren wir mal. Naja, es sind so kleine Tiere, da steht auch drauf. Mal schauen, ob die Kamera das hinkriegt. Nein, sie kriegt es nicht hin. Aber auf jeden Fall, da steht Dog drauf. Den Hund sah es jetzt nicht unbedingt aus.
Hast du eine Katze? Katze! Dann gibt's noch ein Hähnchen. Ja, Biskuitdinger. Ganz gewöhnlich. Eine unterscheidet sich vom Geschmack her nicht so von unseren. Okay, nächstes Ding. Mich lacht hier Teriyaki Burger Katzending Stock an. Mhm, ja, sieht gut aus. Mal gucken, was es ist. So ein, vom Shape her, glaube ich, sicher schneller und einfacher zu finden. Und zwar ist es ein Corn Snack mit Teriyaki oder mit Pork Cutlet Sauce. Okay, ich bin ja nicht so der Schweine-Fan, aber es ist so ein Maiskolben-Dingens. Ich hoffe, dass es mir nicht schlecht oder dass ich kotzen muss, weil ich hier alles durcheinander esse und das Ende des Videos ist einfach Becky, wie sie reiht und am Klo sitzt. So, so sieht das aus. Ein Corn-Snack. Ich beiß mal ab. Uah. Nein. Ich esse zum Beispiel auch keine Sojasauce, ja. Und das schmeckt so... Nein. Wieder nicht abbeißen. Weil. Boah. Nein. Süßes, was Süßes, was Süßes. Was schaut hier niedlich aus? Boah, ist das widerlich. Ah, da lachen mich so Gesichter an. Und zwar sind das Russian Roulette Chewing Gum Peach Flavor. One in three is very sour. Okay, also. Einer von denen ist sehr sauer und ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt auf das Süße treffe. Das Süße, Leckere. Gucken wir mal. Ich nehme einfach gleich das Erste raus und wir hoffen jetzt beide, du und ich, ja, weil du guckst ja gerade das Video, ob das auch süß ist. Mmh. Boah. Mm-mm. Ich glaube, ich habe das Saure erwischt. Mhm. Das war auf jeden Fall das Saure. Mm. Schmeckt wie ganz saurer Huba-Buba. Und er kommt jetzt so eine Konsistenz, die du am liebsten gleich ausspucken willst oder schlucken willst. Es ist so, man kann sich ordentlich als Kaugummi. Boah. Man kann sich ordentlich als Kaugummi kauen, sondern du willst am liebsten einfach gleich schlucken, weil es so ein. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Ich sehe, ich habe da richtig viel Krams drinnen. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Lasst mich das wissen, wenn ihr noch mehr von solchen Sachen sehen wollt, wenn ich was teste und ausprobiere. So, da steht jetzt gerade sehr wenig drauf. Das ist so, hier sieht man so einen Mann. Und ich glaube, die machen dieses traditionelle Reisding, also wo der Mann, doch einer muss schlagen und der andere muss das immer so weiter bewegen. Und das Lustige ist, die Japaner sehen ja auch im Mond ein Kaninchen, das genau diesen Arbeitsschritt hier ausführt. Und da unten haben wir so einen Typen, der Kirschblüten, glaube ich, so yay, bestäubt. Vielleicht machen die auch was anderes und das erinnert mich nur an diese Reissache. So, Rice Cracker. Ha, seht ihr, es ist doch ein Rice Cracker. Contain Nuts. Macht nichts, ich bin so auf Nüsse allergisch, aber für euch, Alter, warum sind die Leute in Japan so stark? Ah, okay, es geht ganz easy. Okay, es sind so kleine Rice Cracker in so Formen von, ich weiß nicht mal, was das für eine Form sein soll, ich glaube einfach nur Form. Ja, und es schmeckt einfach nur salzig. Aber kann man auf jeden Fall essen. Das sieht spannend aus. Und zwar kann man, wie ich hier sehe, seinen eigenen Lolli irgendwie so dippen. Wahrscheinlich abschlecken und dann... Oder nein, zuerst vielleicht in diese Soße da reinmachen. Schauen wir mal, was ist das? Es ist... Do-it-yourself candy. Add water and... Ah ja. Turn it into a fluffy candy. Oh Gott. Das braucht mehr Aufmerksamkeit. Und zwar kommt irgendwie das hier hinein und dann mit Wasser und dann kommt irgendwie das dazu. Dann muss man das verrühren und dann hat man das irgendwie am Löffel und kann es löffeln. Also so irgendwie stelle ich mir das gerade vor, aber gucken wir es uns am besten an. Es ist hier nochmal so ein bisschen erklärt mit Piktogrammen, aber mein Japanisch ist leider ein bisschen eingerostet. Deswegen muss ich nochmal gucken. Ach, was soll passieren? Mehr, dass ich sterbe, kann auch nicht sein. Bisschen verrühren. Oh ja. Da stand doch irgendwas von Color Change. Ich mach das richtig. Es ist einfach nur eine Zuckerpampe. Ich glaube, ich habe zu viel Wasser reingemacht. Aber das wird jetzt schön verrührt. Verrührt. Verrührung. Boah, das stinkt so chemisch, Leute. Das ist wirklich grauslich. Und als nächstes kommt das rein, oder? Okay, und jetzt muss ich Nummer 2 rein und so lange rühren,
bis die Farbe changed. Oh ja, die Farbe changed sich echt. Oh Gott, das wird jetzt, oh Gott, schaut, wie schnell das geht. Ich dachte, das dauert ein bisschen. Auf einmal wird es von blau zu rosa. Oh, es wird so ein bisschen wie Zuckerwatte, so das Gefühl von... Ja, ich drehe das gerade wie so ein... Aber es geht nicht ganz, weil ich kann das ja nicht halten und gleichzeitig die Kamera halten. Seht ihr die Konsistenz? Es ist so total fluffig. Okay, und als nächstes put Nummer 3 Sparkling Candy into das andere Holo. Okay, wir haben da noch ein anderes Loch und dann habe ich Sparkling Candy. Und dann schauen wir mal. Aber Sparkling Candy. Oh mein Gott, das ist wirklich sparkling. Oh mein Gott, das ist jetzt ein Einhorn erbrochen. Einhorn Candy, Candy Man. Ich hätte so Bauchweh haben und so sterben. Okay, jetzt habe ich das hier drauf. Es ist sauer, ekelhaft, aber vitaminreich. Nein, es ist schaumig und diese Kristalle schmecken so ein bisschen wie diese Ahoi Brause-Krams. Okay, hätten wir mal geschafft. Ja, das war die Action Cam. Ich habe immer noch diesen Geschmack von diesem leckeren Schaum. Es ist so ein Schaum mit Zucker gewesen. Lustig, dass man es anrühren kann. Das macht irgendwie Spaß. Aber Leute, das ist pure Chemie. Und ich sage euch, ich werde Todesbauchschmerzen haben. Gehen wir zum nächsten. Das sieht jetzt auch wieder so ein bisschen mehr nach salzig aus, finde ich. Also hier gibt es auch nochmal so ein Bild, was irgendwie darauf schließen lässt, dass es eher ein salziges Produkt ist. Wir gucken mal schnell nach, was es genau ist. Und zwar ist es... Okonomiyaki Flavored Snack. Ich weiß leider nicht, was Okonomiyaki ist. Falls ihr das wisst, schreibt es bitte einmal unten in die Kommentare. Klärt mich auf, ich bin ein absoluter Nicht-Otaku-Mensch. Ich will das immer so aufmachen und nicht diese Ecken einreißen, aber es ist einfach immer, reißen Sie bitte die Ecken ein. So, gucken wir uns das mal an. Das hat wieder so eine ganz normale Form. Schmeckt einfach wie... kennt ihr diese Zigeunerräder? So schmeckt das. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das der politisch korrekte Ausdruck war. I'm sorry. Wenn es jetzt irgendwie anders heißt, dann der neue Name dafür. Okay, ihr habt jetzt so lange gewartet, deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt zum Squid-Dings-Di-Bums-Di und probieren das Teil, Leute. Ich will nicht mehr wissen, wie das ausschaut, ja. Oh Gott. Boah, es riecht schon ekelhaft. Oh Gott. Oh, fuck, die waren dann zum Glück. Okay, es ist zum Glück nicht so ein ganzer Fisch. Ich dachte, das wird echt so ein ganzer Fisch sein. Nein, aber es ist, boah, aber es riecht schon ekelhaft. Okay, also es ist so ein scheibengeschnittenes irgendwas. Boah, das stinkt, Leute. Es riecht extrem nach in Soja getränkt und, boah, ich oh, scheiß drauf. Okay, YOLO, ich esse es jetzt. Das ist so ekelhaft, Leute. Das ist so grausig. Das ist nur so ein kleines Stück, aber... Ich kaufe es. Damit ich euch sagen kann, auf was es schmeckt. Boah. Also ich glaube... Wenn man an den alten Füßen von alten Menschen leckt oder so irgendwas, die einen ganzen Tag lang auf irgendeinen Berg hochgewandert sind und so richtig käsig sind. Ich glaube, so ungefähr. Also ich liebe ja, ich liebe Fisch und Meeresfrüchte, aber das ist einfach nur widerlich. Das schmeckt wirklich grauslich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist, es fischelt extrem, also so ein richtiger Fischgeschmack und es ist... Von der Konsistenz her zerkaut sich sehr schnell. Es ist so ein bisschen wie Beef Jerky Kram, so nur nicht ganz so hart. Und ekelhaft. Einfach ultra ekelhaft. Und darauf werde ich jetzt gleich das nächste essen, ja. Das war jetzt der Healthy Sour Squid. Der kann noch so healthy sein. Er schmeckt erbärmlichst widerlich. Wer macht sowas in eine Candy Box? Das ist kein Candy, Mann. Das ist einfach nur grauslich. Aber ja, andere Länder, andere Sitten. Vielleicht schmeckt das ja irgendwie da draußen. Ich möchte niemanden offenden. Für mich ist das auf jeden Fall nichts. So, zum Abschluss habe ich mir gedacht, esse ich jetzt nochmal was Leckeres. Und zwar so einen Cream Cracker, den ich jetzt probiere. Mal schauen, was der so kann. Auf jeden Fall ist er auch schon wieder lustig verpackt. Mit so einem Männchen drauf. Und der hat so einen kleinen blauen Bart. Und der ist so voll yeah. Aber generell, wenn man so sich die Verpackungen durchguckt irgendwie, ist, ja.
Immer so ganz bunt und mit irgendwelchen Kawaii-Sachen drauf. Und ja, was ist jetzt so ein Biskuit-Cracker? Also, das schaut irgendwie so aus, als wäre irgendwas drauf. Boah, es riecht schon lecker. Es riecht himmlisch. Und ich hoffe, dass ich damit jetzt diesen ekligen Fischgeschmack aus dem Mund kriege. Ja. Es ist einfach nur. Ja. Das ist einfach nur ein Biskuit. Ein Biskuit-Keks. Mehr ist es nicht. Und das schmeckt ultra lecker. Mit irgendeiner Beschichtung noch drauf. Es ist Zucker, purer Zucker. Ich glaube, den esse ich jetzt auf, weil der ist echt lecker. Mm. Gut, liebe Leute, aber ich würde es jetzt dabei erstmal belassen. Ich habe zwar noch ein paar Sachen in dieser Kiste und wenn ihr sehen wollt, wie ich den Rest davon vernasche, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr sowas auch essen würdet oder was vielleicht eure liebste japanische Süßigkeit ist. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen unter euch, der sich da total auskennt. Damit ihr auch kein Video mehr verpasst, subscribe den Kanal. Das könnt ihr da sicher irgendwo machen. So piu, 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 piu. Mich würde es freuen, euch auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin sage ich ciao, ciao und wir sehen uns.